Ihr seht gerade nicht die Vorderseite. Welches ist alt, welches ist neu? Rechts oder links? Kommentiert das jetzt mal drunter. Hallo ihr Lieben, ich habe es endlich gefunden, das neue Salted Caramel Brownie. Und das probieren wir jetzt zusammen. Ich habe noch ein altes, also wir können 1:1 Vergleich machen. Hallo ihr Lieben, heute kommt eine Review, die schon einige angefragt haben. Und zwar habe ich das neue Topped Salted Caramel Brownie von Ben Jerry's, was ja alt und neu ist, beides in einem. Als es schon mal draußen war, dann wurde es rausgenommen. In Österreich und Holland und sowas hat es aber in Europa weiterhin gegeben. Und jetzt gibt es es auch hier wieder. Ich habe auch noch ein altes. Und das ist jetzt gerade erst abgelaufen, im November 2023. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich vergleiche euch die und wir reviewen das Neue alles in einem Video. Zumindest von außen schon mal krass ähnlich eigentlich. Stay tuned. Tada, da sind wir. Alt versus neu. Also ihr seht schon mal, vom Design her gibt es auf jeden Fall einen großen Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch der allergrößte. Ich habe jetzt schon mal hinten drauf geguckt und kann euch sagen, 403 Gramm, 438 Milliliter. 403 Gramm, 438 Milliliter bei beiden. Bei der Beschreibung hier, beim alten steht Vanille-Eiscreme. Übrigens, wer von euch mag die Topped und wer liebt diese Sorte auch und freut sich, dass sie zurückkommt? Also hier steht Vanille-Eiscreme mit gesalzener Karamellsoße 11%, Schokoladengebäckstückchen 3%. Wir natürlich auch schauen, ob da jetzt irgendwie weniger Stückchen drin sind oder so im neuen. Dann haben wir kakaohaltige Fettglasurstückchen 3% und nochmal Schokoladensoßentopping 9%. Also von den Mix-Ins sind die immer gar nicht so schlecht. 26% Mix-Ins hier drin. Wie viel ist es denn beim neuen? Nach dem Löffel wirf ich erstmal weg. Beim neuen haben wir auch die 11% gesalzene Karamellsoße. Dann haben wir 3% Brownie-Gebäckstückchen, 3% kakaohaltige Fettglasurstückchen und 9% Schokosoßentopping. Also auch wenn zwischen den beiden Bechern fast 2 Jahre liegen, ist erstmal auf den ersten Blick alles gleich geblieben. Die Nährwerte zeigen uns nur minimalen kleinen Unterschied. Bei dem neuen ist es eine Kalorie weniger. Eine Kalorie, okay. 18 Gramm Fett haben beide, also 303 Kalorien auf 100 Gramm. Ne? Beim neuen, beim alten waren es 304. 18 Gramm Fett haben beide. 30 Gramm Kohlenhydrate, 28 Gramm Zucker, 4,2 Gramm Eiweiß. Da ist eigentlich alles gleich. Also keine Ahnung, wie jetzt diese eine Schwankung, haben sie vielleicht einen anderen Rechner benutzt, zustande kam. I don't know. Aber ja, das ist der Stand. Zutaten müssten demzufolge auch alle komplett gleich sein. Und so sieht es auch aus. Also es scheint so zu sein, dass man wirklich genau das Alte wiederbekommt, was man auch früher hatte. Ich hoffe ein bisschen, dass die Brownies besser sind, weil das Brownie-Problem in Deutschland bei den Brownies ist ja nicht nur... Es ist schon eine Weile ein Problem, sagen wir so. Und ich hoffe einfach, dass sie das jetzt bei den neuen Becher behoben haben, weil das war auch bei den alten Toppen ein Unterschied. Ansonsten, ihr seht, das ist einfach ein Design-Update ein bisschen. Der Becher, der Deckel von oben, ich finde den neuen eigentlich schöner, auch wenn man nicht mehr so richtig, also nur hier so sieht, was das Topping sein soll. Hier sieht es wirklich halt so aus, wie wenn man reinbuddelt beim alten, aber ich finde das Dunkle einfach nicht so schön, deswegen stört mich nicht. Also ich finde tatsächlich bei den Tops das neue Design viel, viel schöner. Weiß nicht, wie ihr das seht. Und ich glaube, viel mehr brauche ich auch nicht sagen. Bis auf, dass es halt jetzt 1 Euro mehr kostet, nämlich 6,99 Standardpreis. Haben halt alles um 1 Euro erhöht bei Ben Jerry's, aber gleich groß geblieben in Anführungsstrichen, weil, was ihr bei den Tops wissen müsst, deswegen hier, weil das schon älter ist und einfach länger im Gefrierfach sitzt, das wird bei dem auch irgendwann passieren, wenn man es nicht sofort isst, ist der Deckel so eingesunken, ne? Weil Tops sind nicht bis oben hin voll. Das sieht man so auf den ersten Blick erstmal nicht, nur wenn man vielleicht wirklich drückt. Aber man sieht es hier an der Milliliteranzahl, weil die normalen Ben Jerry's in Anführungsstrichen, die haben ja 467 Milliliter oder sowas, auch nicht mehr 500. Und hier sind es nur 438. Daran seht ihr, hier ist weniger drin. Das ist nur bei den Tops so und bei den Sundaes sowieso, da ist noch weniger drin. Deswegen mag ich die auch nicht so. Das hat sich nicht verändert, diese Verpackung. Ja, so, das gute alte Top. Ihr seht schon ein bisschen dieses Vanille-Salz-Karamell-Eis kommt hier raus. Es ist schon nicht schlecht. Also, es war schon eins von den guten Tops, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, die sehen wirklich komplett gleich aus. Mal davon abgesehen, dass das eine halt abgelaufen ist. Aber sieht man jetzt keinen großen Unterschied, oder? Schauen wir mal mit dem alten an. Ja, richtig fette Schokoladenschicht auf jeden Fall schon mal. Wie ist das beim neuen? Ja, sieht genauso gut aus. So, dann probieren wir die doch mal. Und unten drunter auch das Eis. Also schlecht ist die schon nicht. Ich muss sagen, das schmeckt schon gut, das Zeug. Billiges Nougat schmeckt es ein bisschen. Ich finde aber, das Abgelaufene, ich habe das Gefühl, ich schmecke so ein bisschen so einen alten Geschmack raus. Vielleicht ist es auch eine Einbildung. Mal schauen, wie das Neue schmeckt.
konsistenzmäßig auf jeden Fall irgendwie ähnlich, aber ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied. Mhm. Ja, krass. Obwohl es eingefroren ist, das alte schmeckt definitiv, ich will nicht sagen ranzig, es schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt alt. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich muss nochmal direkt den Vergleich machen. Nicht mehr ganz so cremig im Mund. Deswegen ist es ja so, dieses ja extra so gemacht, dass es so schmilzt auf der Zunge. Schmilzt hier gleichmäßiger. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Jetzt mal das Eis. Das müsste ja beim neuen ultra cremig sein. Vanille halt. Ja, schmeckt gut. Vanilleeis. Und cremig. Normal, würde ich sagen. Normal cremig. Oh ja, das ist bröseliger. Seht ihr das? Mhm. Und ist eisiger. Eisiger und sandiger. Ich glaube, sandiger beschreibt es gut. Wenn Eis so ein bisschen älter wird, ist es wirklich sandiger. Wo es jetzt halt richtig krass spannend wird, sind die Brownies. Ich habe ja fast schon ein bisschen Angst, ne? Ich glaube, die sind nicht groß anders. Oder? Habt ihr gemerkt, die haben noch viel mehr Crunch. Die neuen. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Leute, so sieht es unterm Topping aus. Ich habe es einfach komplett abheben können bei dem alten. Ob das beim neuen geht, wird nicht so sein, weil es wahrscheinlich einfach noch nicht so, eingetrocknet ist. Da werde ich gleich was zum Eis mit abheben müssen. Oh ja. Seht ihr? Also es taut auch schöner, also cremiger an, das neue. Ja, also hier ist mir definitiv nicht so gut gelungen, es abzuheben, weil es einfach wahrscheinlich ein bisschen eingetrockneter ist bei dem alten. Also da sehen wir. Es ist zwar nicht schlecht geworden, aber die Konsistenz leidet halt immer, wenn Eis so ein bisschen abgelaufen ist oder einfach älter ist. Ich zeige euch das jetzt nochmal so ein bisschen näher. Das ist echt, ja, sandig. Ich finde, sandig ist echt ein guter Begriff dafür. Und hier ist auch schon viel cremiger, das taut schneller an. Ich bin jetzt so gespannt auf die Brownies. Ja, es ist so, ihr seht das hier, das ist so richtig ein bisschen crumbly. Bricht so ein bisschen weg. Oh, mit Kraft reingehen. Hier ist jetzt ein Brownie. Krass, ja. Das ist richtig hart. Sorry, dass ich es gerade so sage. Und die ist so gleichzeitig rausgeholt. Es wird so richtig fest irgendwie. Und die Brownies, ja, die sind halt wirklich so ein bisschen ausgetrocknet. Ihr kennt vielleicht auch an der Farbe, dass die so heller sind. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die so richtig, ja, wie so ein trockener Schokokuchen eigentlich sind. Bei eingehaltener Kühlkette, ne? Und hier die Brownies. Wenn wir welche finden. Also von der Größe her sind das die gleichen. Sehen auch eher hell aus. Ich hoffe wirklich, dass die fudgy sind. Das sind nicht die gleichen wie im Chocolate Fudge Brownie. Die hier sind eher wie Schokokuchen. Das finde ich echt schade. Schmecken auch nicht ganz so geil. Ich finde, die sollten hier wirklich und sind nicht so fudgy. Die sollten hier wirklich nicht irgendwelche anderen kleineren reinhauen, sondern die von Chocolate Fudge Brownie, finde ich. Also die werden in ein paar Monaten wahrscheinlich genauso trocken sein wie in dem anderen. Hier nochmal Salz-Karamellsoße. Ansonsten, geschmacklich ist das genau das gleiche Eis. Das ist wirklich nur Konsistenz. Brownies würde ich fast behaupten, dass die gleichen sind wie im alten. Nicht fudgy, zu klein, bisschen trocken. Schmecken eher wie Schokokuchen als wie Fudge Brownies. Ja, also für mich hätte es nicht zurückkommen müssen. Aber hey, die es geliebt haben, ihr wisst jetzt, es ist alles wie früher. Schreibt doch mal eure Meinung zu Top drunter, zu Top Salted Caramel Brownie, oder hättet ihr lieber eine andere Sorte wieder gehabt? Ich wäre für Cinnamon Buns oder Hazel Nothing But Chocolate oder Sabre Oswald oder Runcit Brownie, und jetzt höre ich auf, mich zu beschweren. Bringt ja nichts. Oder vielleicht. Who knows? Leute, ich bin gerade so traurig, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die sind wieder genauso trocken im Neuen. Geschmacklich gut, aber Mann. Beziehungsweise nicht alle. Seht ihr das? Der rechte, der ist so richtig extrem trocken und schmeckt wie so ein billiger Schokokuchen. Und der, das da unten, links, das ist einer, der ist wie in den anderen, richtig fudgy und fast schon wie so ein Swirl. Also warum? Verstehe ich nicht. Haben die da verschiedene reingehauen? Das muss ja halt fast so sein, weil der ist auch ein größerer. Hä? Aber Karamell-Swirls am Start.